Hallo, heute ist Sonntag, der 17. Januar 2021. Willkommen zurück, heute mal aus einer etwas anderen Perspektive hier am Fenster. Ich wollte heute mal eine etwas andere Art von Video machen. Ich habe die letzten Wochen und Monate so viel von toxischer Maskulinität rumgequatscht und das war alles so schwer und so bedeutungsschwanger und ich wollte mal wieder ein bisschen was Lockeres so einstreuen. Ja, ein bisschen was Triviales vielleicht auch. Und da ist mir gerade nichts Spannenderes eingefallen, als ja, mich hier vors Fenster zu setzen und mit Make-up-Sachen rumzuspielen. Vor ein paar Jahren habe ich schon mal so ein Video gemacht, aber das war kein wirkliches Tutorial. Das war eigentlich eher so eine etwas mit zwinkerndem Auge, so eine Anleitung, wie man einfach nur mit dem Einsatz von Farben ein Gesicht maskuliner schminken kann. Aber damit sollte man besser nicht auf die Straße gehen. Das sieht wirklich unnatürlich und angemalt aus. Aber heute dachte ich mir, ich mache mal nochmal ein Video, in dem ich zeige, wie ich mich zumindest für meine eigenen Videos immer anmale, weil ich dann auch ein bisschen Make-up auftrage. Aber das auf eine vernünftige Art, mit der man sich auch wirklich raus auf die Straße trauen kann. Das ist vielleicht gerade für Männer spannend, die bei Make-up oder die gegenüber Make-up eher so Vorbehalte haben und das lieber nicht machen wollen. Diejenigen, die daran überhaupt kein Interesse haben, für die ist ja auch völlig okay. Die müssen das Video jetzt wahrscheinlich, die werden das Video wahrscheinlich auch nicht gucken. Aber diejenigen, die vielleicht doch so leichtes Interesse haben, die können ja mal sehen, wie ich das zumindest selber mache. Das ist eine Art von Make-up, bei der man hinterher ungefähr so aussieht wie vorher, nur ganz leicht verändert, so an einigen Stellen, sodass man sich selbst vielleicht besser gefällt oder man bestimmte Dinge an sich hervorhebt, die man besonders mag oder ein bisschen was kaschiert, was man nicht so mag. Einfach nur so im ganz dezenten Rahmen. Ja. So, erster Schritt. Ich habe mir die Haare aus dem Gesicht gebunden und ich fange direkt an. Das ist nämlich auch schon der Unterschied. Richtige Beauty-Gurus, die würden jetzt schon einen Schreianfall bekommen, weil ich mindestens 100 Schritte übersprungen habe. Aber ich habe mir einfach nur das Gesicht gewaschen. Davon gehe ich jetzt aus. Alles sollte schön sauber sein. Wer zu trockener Haut neigt, macht vielleicht noch eine Tagescreme oder sowas drunter, damit sich die Haut unter dem Make-up nicht abschuppt. Und dann komme ich direkt schon mit der Grundierung an. Und Grundierung auf Englisch Foundation, das ist im Prinzip eine Art Creme, die nur dafür sorgt, dass das Gesicht eine ungefähr ebenmäßige Farbe bekommt. Wie eine Leinwand, auf der man anschließend malen kann. Das war jetzt ein bisschen wenig. Und Foundation, das ist, kommt in verschiedenen Darreichungsformen daher, zum Beispiel hier mit so einem Applikator. Die größte Kunst bei der Foundation besteht darin, den Farbton zu finden, der zum eigenen Hautton am besten passt. Muss man ein bisschen rumexperimentieren, aber wenn man den gefunden hat, dann kann man sich das dezent bitte auf die Haut auftragen und sieht hinterher genauso aus wie vorher, nur in ebenmäßig. Ist das nicht toll? Und ich benutze jetzt hier so einen Make-up-Schwamm. Das muss man nicht machen. Man kann damit auch die Finger einfach nehmen, aber ich finde, mit diesem Schwamm lässt sich die Foundation ganz gut verteilen, weil man sie dann auch an den Rändern schön ausblenden kann. Und nein, das war kein Pumpsprüher für meine Pflanzen. Weil der ist halt so ein bisschen feucht und damit kann ich gerade an den Rändern die Foundation so richtig ausblenden, so dass es keinen harten Übergang gibt zwischen Gesicht und Hals oder so. Wichtigste Devise bei meiner Vorgehensweise ist, weniger ist mehr und es soll am Ende noch natürlich aussehen, nicht gemacht. Nur ein paar einzelne Stellen, da habe ich jetzt meine Foundation, die ich benutze, die trage ich auch nicht besonders dick auf, sondern naja, halt relativ dünn, das soll ja am Ende noch natürlich aussehen. Und da gibt es halt doch ein paar Stellen, die ich doch nicht ganz erwische. Und für die gibt es etwas, das nennt sich Concealer. Sieht eigentlich aus wie so ein kleiner Lipgloss, aber ist halt auch wieder so ein beigefarbenes Zeug. Sieht halt genauso aus wie Foundation, nur dicker. Und kommt meist mit so einem, auch mit so einem Applikator daher. Und da tue ich halt auf all die Stellen, wo noch irgendwie Rötungen sind oder irgendwie farblich das nicht so richtig zum Rest des Gesichtes passt, tue ich halt ein bisschen drauf und verteile das nur so ganz leicht mit dem Finger oder so. Ich weiß nicht, ob man das in dieser schrottigen Kamera sehen kann, aber jetzt sind auch diese roten Stellen, die ich da noch hatte, an der einen oder anderen Stelle, sind jetzt weg. Und nun, damit diese Farbschicht, die ich mir jetzt aufs Gesicht gemacht habe, damit die nicht beim ersten Berühren oder drüberwischen weggeht, ist es eine gute Idee, die einmal zu setten. Setten, das ist Beauty Language und bedeutet so viel wie, man macht irgendwas Trockenes oben drüber und das Feuchte und das Trockene, das saugt sich auf, sprich man nimmt Puder
und tippst da hinein und zumindest an den Stellen, die so nach draußen gucken, praktisch Nase, Wangen und Stirn und sowas, wo man halt schnell mal mit dem Ärmel oder mit dem Arm rankommt. Und da wischt man sich ja sonst alles weg. Da tupfe ich einmal mit dem Pinsel ein, mit so einem schönen großen Puderpinsel. Und dann tupfe ich da nur so ganz leicht überall mal so drüber, damit alle was abbekommen haben. Und dann ist das schon gut. Hat fast nicht wehgetan. Jetzt sieht das Ergebnis einigermaßen blass aus. Liegt auch darin, dass ich jetzt mein gesamtes Gesicht mit ein und derselben Farbe im Prinzip voll gemalt habe. Weißt du, wie so eine Leinwand halt. Eine Leinwand hat auch überall dieselbe Farbe und wirkt halt dadurch so zweidimensional, wie so eine Fläche. Das tut jetzt mein Gesicht auch, weil es auch überall dieselbe Farbe drauf bekommen hat. Aber mein Gesicht ist ja nicht zweidimensional, es ist ja trotzdem ein dreidimensionaler Körper. Deswegen muss ich jetzt an der einen oder anderen Stelle wieder etwas Schatten hinzufügen, damit das wieder dreidimensional wirkt, wie ein Körper. Und dafür gibt es spezielle Paletten oder Farben, die sehen aus wie überdimensionale Lidschattenpaletten, nur eben nicht für das Augenlid, sondern eben für den Rest des Gesichtes. Und die Farbtöpfchen sind auch etwas größer. Das hier ist jetzt so ein, das sind Contouring-Paletten. Die beinhalten auch nur Farben in so Matschfarben. Und die sind halt auch dafür gedacht, dass man jetzt hier im Gesicht ein bisschen, ja, Dreidimensionalität reinbringt. Dann nehme ich mir jetzt einen anderen, auch so einen runden, relativ großen Pinsel, gehe da einmal in diese dunklere, matschbraune Farbe hinein und mache jetzt an den Seiten so eine Kontur. Also überall an den Seiten des Gesichtes gehe ich einfach nur mit dem Pinsel entlang. Erstmal nicht viel mehr als das. Gerade an den Geheimratsecken, das ist für Männer besonders spannend. Die Geheimratsecken, die lassen sich jetzt nicht direkt wegschminken, also dass sie hinterher aussehen, als hätte man keine. Aber man kann die sich zumindest mit Kontur etwas, man kann die farblich so machen, dass sie nicht so doll ins Auge stechen, dass sie nicht so strahlen, sondern etwas dunkler angemalt werden oder konturiert werden und dann treten sie etwas zurück. Die sind da nicht so prominent. Das ist auch eine sehr schöne Art, wie man sich die Geheimratsecken etwas weniger auffällig schminkt. Nur so als Idee. Hier oben an dem Haaransatz auch ein kleines bisschen. Ohne großes Tamtam, einfach mal am Gesichtsrand entlang und auch unterm Kinn gehe ich auch einfach mal mit dieser dunkelsten Konturfarbe einfach mal so lang. Und an den Halsschlagadern hier noch so ein bisschen nach unten. Einfach nur, um es zu verblenden, damit nicht im Gesicht hier bäm Farbe am Start ist und am Hals sieht man auf einmal doch wieder so käsig aus. Das wäre dann sehr auffällig. Man sollte dann aufpassen, dass man einen glaubwürdigen Übergang von geschminktem Gesicht zu ungeschminktem Rest des Körpers hinkriegt. So, das ist jetzt eigentlich genau genommen noch gar keine richtige Kontur. Es ist nur so das Gesicht einmal mit ein bisschen dunkel absetzen, damit es nicht mehr so flach aussieht. So. Was ich jetzt gemacht habe, war die ganze Zeit mit dieser ganz dunklen Contouring-Farbe hier oben. Und jetzt nehme ich die etwas hellere Konturfarbe und gehe da nochmal drüber und schaffe sozusagen den Übergang zwischen meinem käsigen Gesicht und der dunklen Randkontur, die ich bisher gemacht habe. Und da gehe ich jetzt ein bisschen mehr ins Gesicht rein, weil die Farbe ist ja auch heller, da kann ich auch ein bisschen mehr ins Gesicht reingehen. Zum Beispiel hier am Wangenknochen. Die Beauty-Gurus, die weiblichen Beauty-Gurus, die würden jetzt hier so eine C-Form malen. Das ist so, wie Frauen ihr Gesicht konturieren. Aber mein Video richtet sich heute explizit mal nicht an dieses Publikum, sondern auch mal an vielleicht Männer, die sich schminken wollen. Und deswegen mache ich meine Kontur in die Richtung, nach unten. Also eigentlich eher so eine Art ein V, was hier beginnt und Richtung Wangenknochen hochgeht. So mache ich jetzt meine Kontur. Es sind wirklich nur so ganz leichte optische Illusionen, die man hinzufügt, aber die machen manchmal schon einen großen Unterschied. Weiter geht's. Hier oben an der Schläfe, da habe ich immer so eine Tendenz, weil meine Haut halt so dünn und so hell ist, dass da immer meine Adern durchgucken. Und das sieht schnell ungesund und irgendwie, ja, kränklich aus. Aber ich bin gar nicht krank. Ich bin halt einfach so käsig. Was soll ich machen? Und wenn ich da ein kleines bisschen mit der Konturfarbe einfach nur hier so drüber gehe, zum Kreis mache und die fliegenden Haare beiseite schiebe, dann verschwinden diese fliegenden, die fliegen, verschwinden die fliegenden Haare. Ja, das wäre schön. Dann verschwinden diese Adern. Die werden dann so ein bisschen kaschiert.
Und hier oben hatte ich ja schon meine Geheimratsecken mit der dunkleren Konturfarbe ja ausgemalt. Und mit der etwas helleren Konturfarbe gehe ich jetzt nicht mehr richtig in die Geheimratsecke rein, sondern mache jetzt nur noch so den Übergang von Randkontur und Geheimratsecke zu dem Rest des Gesichtes. Ne, einfach relativ entspannt. Das soll jetzt hier kein Kunstwerk werden. Und weil das Gesicht selbst als kompletter Körper ja nicht das einzige ist, was dreidimensional ist in meinem Gesicht, sondern auch noch meine Nase, mache ich meinen Puderpinsel ein bisschen schmaler, tupfe nochmal in die etwas hellere Konturfarbe rein und gehe einfach nur am Rand meines Nasenflügels einmal so entlang. Ich will da keine Wissenschaft draus machen. Es soll einfach nur ein bisschen Spaß sein, ein bisschen Lust am Herumprobieren und der Rest, der ist optional. Wer Bock drauf hat, soll es machen, die anderen halt nicht. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Damit, weil wir haben jetzt die ganze Zeit nur mit beigefarbenen und matschbräunlichen Tönen herumgehantiert. Das sieht dann schnell so ein bisschen tot und leblos aus. Deswegen, wer mag, das muss man nicht machen, nimmt sich noch irgendwie so einen etwas rötlich gefärbten Ton als Rouge oder Blush, sagt man heutzutage ja. Und das kommt halt direkt hier auf die Wange. Ich nehme auch keinen extra Blush-Pinsel, sondern nehme denselben Pinsel wie vorhin von der Kontur. Das wird sozusagen einfach nahtlos ineinander übergeführt, die Kontur und der Blush für die Wangen. Und leblos und tot ist genau das richtige Stichwort, weil wenn ihr jetzt eine Foundation auf das Gesicht aufgetragen habt und alles schön ebenmäßig geworden ist und anschließend ein bisschen mit Puder das Ganze gesettet habt, damit sich das nicht sofort abwischt und anschließend mit matschbraunen Pudertönen am Rand konturiert habt und vielleicht noch ein bisschen Blush, das war alles so Puder hier, Puder, 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 dann seht ihr am Ende komplett mattiert aus. So sieht gesunde Haut eigentlich nicht aus. Und deswegen, ich mache einfach weiter mit dieser Contouring-Palette, nehmt ihr euch einen Highlighter-Ton. Highlighter, das ist das, was so ein bisschen strahlt, was scheint, was ein bisschen glänzig wirkt, wenn man zu viel davon nimmt. Ich nehme stattdessen nur ganz, also das sind hier mehrere Highlighter-Töne übrigens, so zwei, ein relativ frostiger hier unten, ein etwas glitzeriger hier und so ein hellbeige-farbener hier. Ich nehme mal den etwas helleren hier unten, gehe aber nur wirklich ganz leicht rein und gehe damit einmal über das komplette Gesicht und zwar so Stirn, Nasenwurzelknochen und Nasenrücken bis Nasenspitze. Tupf nochmal einmal kurz rein, wirklich nur ganz kurz rein tupfen. Nicht den Pinsel in diesem Highlighter-Puder baden und noch ein bisschen hier im Zentrum des Gesichtes. So unter den Augen, auch noch so ein ganz kleines bisschen und das war's schon. Weiter geht es mit den Augenbrauen in meinem Falle. Da nehme ich mir einen Augenbrauenstift, der ist eben speziell für Augenbrauen gedacht, eben auch für verschiedene Augenbrauenfarben, blond, braun oder schwarz. Müsst ihr eben schauen, was ihr für Haarfarbe habt und wie eure Augenbrauen aussehen. Und damit gehe ich wirklich nur so an den Stellen, wo meine Augenbrauen ein bisschen die Farbe verlieren, da gehe ich einfach nur rein und mache nur so ganz dezent nur ein paar Strichchen hier und ein paar Strichchen da. Kein großes Bohe. Und anschließend schnappe ich mir einen Pinsel. Der sieht von der Seite relativ breit aus, aber wenn ich den drehe, ist er halt auch relativ schmal und so angeschrägt. Das ist eine sehr praktische Form, um damit relativ feine Linien zu machen. Dann nehme ich mir ein Augenbrauenpuder. Oh, ich liebe dieses Wort Puder, das klingt so ultra männlich. Meiner hat jetzt zwei verschiedene Farben. Ich bin eben auf einer blonden Seite, deswegen sehen beide Töne wieder relativ matschig und aschig und farbentsättigt aus. Die etwas hellere Farbe davon, die nehme ich mir jetzt, tupfe da so ein bisschen rein. Und an der Stelle, wo meine Augenbrauen von Natur aus schon etwas dunkler sind, dort gehe ich einfach mal mit dem Puder drüber. Und gehe anschließend nach außen in Richtung Schläfe damit, ohne eine bestimmte Form zu verfolgen. Also das wird jetzt, ich male mir jetzt hier keine Augenbrauenform auf. Meine sind wuschig und richten sich nach keinen Regeln. Im Gegenteil, hier am Rand
nach außen hin fransen die bei mir sogar richtig aus. Also dann verteilen die sich, hier sind ein paar Haare, hier sind ein paar Haare. Und das korrigiere ich auch nicht, ich lasse das genauso, weil so sind meine Augenbrauen einfach. Und ich nehme dann den Pinsel richtig quer und mache dann auch einfach mit dem letzten bisschen Puder, was ich da noch auf dem Pinsel habe, mache ich diese zerstreute Form, die male ich einfach nach. Einfach nur, damit man besser sehen kann, dass da die Augenbraue hingehört. Mein Augenbrauenstift hat hier noch irgendwie so eine Bürste. Ja, genau, so eine schöne Bürste. Und falls ich zu viel mit meinem Puder und meinem Stift Chaos gestiftet habe, kann ich das jetzt einfach mal so schön durchbürsten. Aber ich bleibe bei dem Augenbrauenpuder. Diesmal allerdings gehe ich runter in Richtung Bart. Auch da nehme ich mir nochmal diese etwas hellere Farbe. Und auch da, wer von Natur aus mit schönem, dunklen Bartwachstum gesegnet ist, der braucht hier auch überhaupt nichts tun. Nur die ein oder anderen, die haben dann doch entweder so ein paar Lücken im Bart oder die finden das doof, dass an bestimmten Stellen ihr Bart irgendwie zu hell geraten ist oder zu dünn ist oder vielleicht wächst er nicht richtig oder noch nicht richtig. Manche sind ja auch einfach noch relativ jung, da ist der Bart noch längst nicht im Endstadium angekommen. Und wer sich da ärgert oder stört, ärgert euch nicht, nehmt euch ein bisschen Augenbrauenpuder und ihr könnt das einfach ganz, ganz unordentlich, ja. Unordentlich ist genau das Stichwort, damit es nicht gemacht aussieht. Ohne großen Plan, ohne Lineal, einfach nur ein bisschen drüber malen, drüber wischen, einfach ein bisschen Puder in den Bart hineinbringen und an den Stellen, wo er Flecken oder Löcher drin hat, kann man ihn ein bisschen auffüllen. Nicht, weil es schlecht ist, Makel zu haben, sondern einfach nur, um sich gut zu fühlen. Wer Lust hat, kann sich ein bisschen den Bart damit pimpen. Und wer sagt, scheiß drauf, mein Bart ist halt genauso makelbehaftet wie ich und er hat seine Macken genau wie ich, dann ist es genauso gut. Ne? Also Make-up, das werden auch diejenigen, das werden auch Männer, die Make-up benutzen wollen oder vielleicht auch mit dem Gedanken spielen. Das ist so das Erste, was man eigentlich beim Make-up benutzen lernen muss. Das macht man nicht für andere, das macht man für sich selber. Weil andere werden es immer scheiße finden. Es gibt immer Leute, die es scheiße finden. Und mit der etwas dunkleren Farbe gehe ich halt so in die Stellen hinein, wo der Bart wirklich dicht sein darf, um da nochmal irgendwelche Lücken oder Wachstumsverzögerungen auszubessern. Eine Sache zeige ich euch noch. Und zwar, manchmal bin ich so blass oder sehe so, ich weiß auch nicht, müde oder irgendwie sowas aus, dann ist meine Haut gerade um die Augen herum so hell, dass man gar keinen guten Unterschied mehr zwischen Augenweiß und der Augen oder der Hautfarbe drumherum erkennen kann. Und das sieht dann wieder schnell kränklich aus. Deswegen mache ich manchmal noch, wenn es notwendig ist, noch einen Schritt. Danach habt ihr es geschafft. Das ist jetzt ein einfacher Lidschatten. Schon wieder so ein, ich weiß nicht, matschbraun. Das ist so eine Farbe wie nasser Beton. Sehr schmeichelhafte Bezeichnung für eine Farbe. Und damit mache ich jetzt einen relativ unauffälligen, also einen sehr hellen Lidstrich unter dem Auge sozusagen entlang der Wimpern. Und damit einfach nur der Unterschied oder diese Linie zwischen Augenweiß und Haut ein bisschen deutlicher hervorkommt. Damit das nicht so aussieht, als würde das ineinander übergehen. Versteht ihr? Aber da eben wirklich nur ganz wenig. Und ich arbeite auch nur so hier im hinteren Drittel des Auges und nach vorne streiche ich diese Farbe einfach nur aus. Weil ich will halt nicht, dass ich am Ende aussehe, als hätte ich einen Lidstrich. Das ist ja gerade das, was ich nicht machen möchte. An dieser Stelle kann man jetzt aufhören, wenn man möchte. Aber man kann natürlich auch einfach weitermachen. Ne? Also wer jetzt richtig Lust hat, einen Kopfsprung in die Farbtöpfe zu machen, kann an der Stelle jetzt fröhlich weitermachen. Kann sich jetzt hier noch bunte Lidschatten auf die Augen auftragen oder mit Lippenstift und was weiß ich nicht alles noch. Also ab hier ist weiterhin möglich, sich frei auszutoben, wie man halt möchte. Ich wollte halt nur mal zeigen, wie man es, zu welchem Ergebnis man kommen kann, auch durch die Benutzung von Make-up, aber es sieht nicht so geschminkt und nicht so gemacht aus. Also wer Lust darauf hat, sich da ein bisschen auszutoben,
den möchte ich ermuntern, macht das ruhig. Und wenn ihr sagt, Make-up, scheiße, braucht doch kein Mensch, dann lasst es halt bleiben. Also ist ja auch kein Ding. Ja. Und das war's auch schon. Jetzt klingelt jemand an meiner Tür. Also verabschiede ich mich bei euch mit angemalten Grüßen, euer Kater Schnurz.